Moin, liebe Leute, willkommen zu einer neuen rachsüchtigen Folge Ghost of Tsushima. Wir machen jetzt weiter mit die sechs Klingen des Kuchiro. Das Ganze ist wieder eine mythische Geschichte und ich bin sehr gespannt, ja, auf diese Mission. Belohnung bei der Mission ist auf jeden Fall auch eine neue Rüstung. Mal sehen, was das dann auch für eine Rüstung ist, mit was für Bonis, ja. Jede Rüstung hat ja andere Mein Bonis. Herr, bitte, ich habe eine Nachricht für euch. Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro und er kann nicht sterben. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar, tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen. Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. Fünf Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Kojiro lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen. Und die fünf Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region warten und euch mit unschuldigen Menschen zu sich locken. Ich setze dem ein Ende. Und bringe Kojiro den Tod, wie es vor Jahren hätte geschehen sollen. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Ich bin gar nicht sicher, ob er ein Mensch ist. Kojiro, wir kommen. Und werden uns deine Rüstung holen. Finde die Strohhut-Assassinen in Toyotama. Gut. Toyotama. In der ganzen Region hier ist das, okay. Ach du Schreck. Ja. Da haben wir auch viel zu tun. Mein Herr, bitte, helft mir! Okay, wir sprechen erstmal noch hier mit dieser Dame. Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter war wie ihr. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo saht ihr sie zuletzt? Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Mission hier. Eine unschuldige Diebin. Weil die Mission ist anscheinend direkt hier in diesem Bestimmt erinnert kleinen man sich dort Gebiet. an sie. So, einmal ganz kurz auswählen. Das Ganze hier, Moment. Hier, eine unschuldige Diebin. Da haben wir es. Ja, weil die Mission ist halt direkt hier. So, wir müssen jetzt hier dieses Gebiet untersuchen. Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Narr. Ja, also der hat keine Informationen für uns. Ihr wisst nicht mal, ob er echt ist. Er ist
finde einen Weg mit dem Mongolen. Hier hinten sind noch Leute, mit denen wir reden können. Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Ich muss sie finden. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Wo ist sie? Möchtet ihr sehen, was ich habe? Ich denke mal, sie wird gefangen gehalten. Also wurde entführt oder so. All meine Waren sind nützlich. Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Niemand will hier mit uns sprechen. Und Informationen geben. Und die mit uns ein bisschen sprechen, ja, die haben halt leider keine Infos. So, wir gehen jetzt mal hier hoch gleich. Dort hinten ist unsere nächste Person, aber hier oben möchte ich mal schauen, wo dieser Weg dort oben hinführt. Ich weiß gar nicht, ob wir dort oben schon mal waren. Hey, Krieger, hier drüben. Ich weiß, nach wem ihr sucht. Ihr kennt Kuma? Ja, doch hier können wir nicht reden. Kommt mit. Gut, ich folge dir. Schöner Sprung. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Hier können wir ungestört sprechen. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir, die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße. Was ist das für eine Person, die dort oben langläuft? Ich sage aber das aus, wie ich finde, als ob die uns belauschen würde. Hey du! Na? Komische Person. Sehr komische Person. Das sah halt wirklich so aus, als ob die uns beobachten würde. Bei unserem Gespräch hier eben. Sora! Sehr, sehr eigenartig. Wow! Ein Hinterhalt. Okay, wir kümmern uns mal ganz fix um die hier. Los, kommt her. Er gehört Aua. Uns. Wieso greifen die Ronin euch an? Moment, haben wir hier etwas? Warum hat Shin jetzt gerade gesagt, wieso griffen die Ronin euch an? Ist doch eigentlich niemand. Doch? Sitzt hier jemand im Gebüsch? Nö. Ist hier eigentlich niemand. Eigenartig. Wir können nicht aufgeben. Aber nun gut. Es geht hier hinten auf jeden Fall weiter. Wir müssen auch mal schauen wegen der anderen Mission. Wir machen ja jetzt erstmal hier die eine unschuldige Diebin-Mission. Aber wir müssen auch mal schauen wegen die sechs Klingen des Kuchiro. Ja, wie wir damit weitermachen. Anscheinend müssen wir nämlich für diese Mission in jede Stadt hier, so wie es scheint. So kommt es mir zumindest vor. Ja. Hier. Aber nun gut, schauen wir mal.
erstmal eine unschuldige Diebin jetzt hier. Mission ist Mission. Letzten Endes wollen wir ja eh alle hier erfüllen. Das ist ja sowieso mein Ziel, irgendwann hier alle Missionen gemacht zu haben. Von daher ist es egal, was für eine Mission ich jetzt mache oder später mal. Ja. Denn ich möchte eh die ganze Insel befreien. So, mal kurz schauen, wie weit es noch ist. Gut, wir sind bald da. Noch 300 Meter knapp. Hinter uns waren gerade irgendwo wilde Tiere. Nun gut, die sind egal. Obwohl, ganz egal nun auch wieder nicht, ja. Denn wir müssen auch wieder mal ein bisschen was Fellmäßiges beschaffen. Und ist das vielleicht das Gasthaus? Ich glaube nicht, oder? Doch, das ist es, so wie es scheint. Ja, ist es. Das Numanaka Gasthaus. Hier sollte Koma sein. So, komm her, Kollege. Der wäre weg. So. Jetzt kommen wir zu Koma. Mal sehen, wo sie ist. Naja, bestimmt im großen Hauptgebäude. Davon ist auszugehen, wie ich finde. Tod. Ich würde auch sagen, wir agieren ein klein wenig so, dass wir hier auch die einzelnen mit so einer kleinen Attentat oder sowas wegholen. Ist der hier dran? Ist der? Jawohl, noch einer weniger. Danke für die Pfeile hier. Und jetzt kümmern wir uns um den ganzen Rest. Los, kommt her. Ihr kleinen Männer hier habt keine Chance. Sorry, ist aber so. Ihr habt wirklich keine Chance. Dafür seid ihr ein bisschen zu schwach. Ja, man sieht auch, dass die Angst haben alle. Doch bitte nicht mich! Bleib liegen. Er ist bald wissen wir. Oh, hier kommt noch mehr. Komm. Guter Mann. Ja, und hier eben hat auch noch irgendwo jemand gesprochen. Ich schätze mal, der ist hier oben. Ja, da hinten. Er darf nicht entkommen. Und da hinten ist Koma. Koma, dein Retter ist da. Vertrau mir. Dein Retter ist nun da. Und du bleibst liegen. Genau wie alle anderen hier. Und ich glaube, hier geht es nicht so gut. Bitte. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich wollte nie jemandem schaden. Wozu gezwungen? Leute auszurauben. Ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen, andere. Es ist vorbei. Ich bringe euch heim.
Einmal hier durch, so. Ja, und ich habe schon so ein ungutes Gefühl jetzt gerade, da die Mission hier eine unschuldige Diebin heißt. Ich denke mal, das wird vielleicht jetzt darauf hinauslaufen, dass sie jetzt gleich zurückkommt und es vielleicht irgendwelche Leute gibt, ja, die dann halt sie als Verbrecherin mit beschuldigen. Und wir müssen dann vielleicht beweisen irgendwie, dass sie dazu gezwungen worden ist von den bösen Leuten dort. Kann sie eigentlich mit auf mein Pferd steigen? Nein, das geht nicht. Ah, Kuma, komm mit. Folge mir einfach mal. So, ich renne lieber auch zu Fuß. Ist vielleicht nicht so gut, wenn ich mit dem Pferd vorausreite und sie läuft. Und hier oben haben wir noch eine Kiste. Sehr schön, mit Materialien. Da hinten ist jemand. Auf der Straße. Die Mutter. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das muss ich beenden. Dein Ende hat geschlagen, Kollege. Verabschiede dich schon mal. Ich habe gern geholfen. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin spracht. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Das ist nichts im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Bitte, ich helfe gern. Jawohl. Unsere Legende wächst wieder. Der geisterhafte Samurai. Ich frage mich, wie hoch man hier noch so leveln kann. Naja, ich denke mal bestimmt, bis man halt irgendwann alle Verbesserungen hat. Und danach wird es bestimmt nicht mehr weitergehen. Und dann hat man halt alles. So, jetzt haben wir hier noch diese eine andere Mission. Da müssen wir mal schauen, was machen wir denn mit der? Finde die Strohhut-Assassinen in Toyotama. Ja, das ist alles. Wir müssen einfach hier die ganzen Städte abklappern, weil hier, wenn ich das ausgewählt habe, flackern oder leuchten immer mal wieder so auf diese ganzen Orte hier. Das heißt, wir müssen diese ganzen Städte mehr oder weniger besuchen. Gut, das machen wir aber jetzt nicht. Wir machen dann jetzt das hier noch. Nato und der Sake-Händler? Oder wie man das auch schon wieder ausspricht hier. Das machen wir dann jetzt mal noch, würde ich sagen. Und da die Mission, die andere mit diesen Assassinen finden und so weiter, denke ich, lange geht. Ja. Und vor allem wir auch zu jeder Stadt müssten. Machen wir das immer mal wieder so ein bisschen nebenbei, wenn wir dort in den Orten so unterwegs sind. Andererseits, ja, wir könnten es auch so machen, wir reisen in jede Stadt einfach mal mit einer Schnellreise. Und schauen dann. Das ging natürlich auch. Schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt geht es aber erstmal dorthin, dort zu der anderen Nebenmission. Dort hinten sehe ich auch Rauch. Das ist bestimmt hier von dem Lager. Ja, ist es auch. Und dort oben ist unsere Nebenmission. Ups, ich wollte jetzt eigentlich nicht dorthin feuern mit dem Pfeil.
Das war nicht so geplant. Schnell, Sora! Fürst Sakai! Hallo, Kenji. Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Tja, eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Folge Kenji zum Lager. Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer, ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Ach wirklich? Da bin ich mir nicht so sicher bei dir. Was ist los? Etwas verloren? Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt dir jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen. Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Oh. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Mit ablenken, schätze ich mal, erledigen gemeint. So, kommt her. Boah, Hilfe! Ah, hier wird das gerade mal ein wenig herauskommen. Boah. Halt, Moment. Da drin ist einer. Den schalten wir erstmal aus. Oh ja. Oh. Nee, hier drin habe ich keine gute Übersicht. So. Feindliche Schütze! Sofort in der Luft! Los, greifen wir an! Aua! Komm schon. Nächsten bitte. Dreckige Diebe! Ich bin kein dreckiger Dieb. Naja, ich bin ja auch gar nicht gemeint. Kenji! Kenjis Freund! Ihr könnt rauskommen! Es ist sicher! Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Bleib stehen! So erledigt. Holt uns hier raus! Wieso sind die eingesperrt? Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Dann fiel das Schloss zu. Ja, mit einem Bär. Hey, warum greift der Bär mich an? Was soll das denn? Natürlich. Natürlich. Ja, das sind wohl die Bärenbrüder, die zwei Männer da drin. Der Kenji und sein Kollege. Der Bär tut denen nichts, auch mir. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sakefass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai,
Wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Freund halten soll. Und auch so von Kenji. Kenji ist ein komischer Kauz, wie ich finde. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind hoch. Auf und gut. Ich würde sagen, wir reisen jetzt noch darüber zu diesem Lager. Und nehmen das mal noch mit ein. Wer weiß, vielleicht sogar zwei Lager. Schauen wir mal. Ja, aber der Kenji und sein Kollege sind wirklich komische Leute. Dort hinten haben wir Feinde. Takschen. Was ist das Geräusch? Ein Feind! Oh, die haben eine Kiste sogar, dort sehe ich gerade. Du kommst hier nicht! So, gib die mal her. Wir schaffen das schon. Na, was habt ihr drin? Normale Vorräte. Gut, geht immer. Geht immer. So, und dort vorne haben wir dieses Lager. Einmal den dort oben ausschalten. So. Und jetzt den anderen dort oben. Okay, der ist runtergegangen. Gut, wir greifen jetzt direkt frontal an, würde ich sagen. Moment, ich habe einen Plan. Komm schon, das muss doch gehen. Nein, es geht nicht. Ach, so ein Mist. Gut, dann muss ich euch eben so aufhalten. Eigentlich war mein Plan, da ja dort hinten so ein Ding ist, wo man so rumschwingen kann, dass ich mich rumschwinge und dann auf einen Feind draufhaue. Das wollte ich ja eigentlich probieren. So, Rennen der Klinge. Attacke. Die nächsten bitte. Hoho, das war ein schöner Konter. Da muss ich mich selber loben. Und jetzt nur noch du. Das Lager wäre frei. Und neue Pfeile haben wir hier sogar. Ja, da das Lager jetzt schnell hier ging, machen wir direkt noch eins. Da machen wir direkt nochmal eins jetzt. Vor allem, da wir ja hier noch eins direkt in der Nähe haben. Und zwar hier unten. Ah, Moment. Hier ist noch eine Kiste. Schade, dass man die Kisten nicht irgendwie looten kann, während man auf dem Pferd ist. Aber nun gut, ja. Man kann halt schlecht vom Pferd aus eine Kiste aufmachen. Ja, aber wird halt Zeit auch sparen, anstatt dass man da immer runtergehen muss. Dann wieder drauf. Und dort hinten brennt es ganz schön. Was geht denn dort hinten ab? Okay, das ist in der Richtung, wo hier dieses große Lager ist. Ich frage mich, was dort abgeht. Ich sehe auch gerade, dort hinten ist ein ganz großer Aussichtsturm. Und hier links von uns sind Feinde, an denen reiten wir einfach vorbei. Von denen lassen wir uns jetzt hier nicht stören.
So, hier ist das Lager. Ja. Wie gehen wir es an? Dort hinten trainieren einige. Hier unten sehe ich gerade niemand bei den Zelten. Ich denke mal, vielleicht sind welche drin oder so. Nein, okay. Ja, jetzt sehe ich doch welche. Hier komme ich nicht mehr hoch. Na super. Gut, dann gehen wir es so an. Wir gehen jetzt erstmal in diese paar Zelte so rein. Nehmen dort erstmal Loot mit. Vielleicht haben wir auch Glück und da ist ein Feind drin in irgendeinem der Zelte und den schalten wir dann leise aus. So. Einen hätten wir. Ja. Aber unsere Tarnung ist jetzt schon mal so gut wie hinüber eigentlich hier. Die ist wirklich so gut wie hinüber. So, ich renne einfach mal hier hinten vorbei. Komm schon. Da unten sind alle. Hier wäre auch so ein Feuerfass-Ding. Dort auch. So, einmal drauf. So. Oh, komm. Jawoll. Und rein in die. Haha. Da bin ich erstmal geflogen. Ich sehe nichts mehr. Das Schwein ist mir im Weg. Das ist nie gut, wenn einem Schwein einem im Weg ist. So, dieser Posten wäre auch erledigt. Die Leute rennen weg, die Verbleibenden. Wir schauen mal nach oben hier nach, ob wir da auch noch was bekommen können. So zum Mitnehmen. Hey, dort hinten krabbelt einer. Der kleine Krabbler. Hallo. Okay, jetzt krabbelt er nicht mehr. Jetzt hat er sich ausgekrabbelt hier für ihn. Hierher! Und ich bin der Meinung, wir reiten jetzt doch noch mit zu der ganz großen Festung dort hinten. Da die ganzen Basisdinge hier gerade sehr zusammenhängen. So. Aber zuvor möchte ich mal schauen hier bei diesem großen Turm. Hier gibt es 100% Sammelobjekte oben. Ja, hatte ich auch recht. Habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja. So ein großer Turm. Ja. Und keine Mission oder ein Lager da? Ja, da muss da was sein. Ja. Das schien mir nämlich sehr, sehr logisch. Ach du Schreck, was hat man denn hier bei dieser Siedlung als Aufgaben alles? Banner zurückholen, General ausschalten, Eisen holen. Ja, vieles. So lässt es sich am besten beschreiben. Einmal hier hoch. So, jetzt den dort drüben ausschalten. Jetzt den dort. Mist, bleib stehen. Dankeschön. Jetzt ist der dort dran. Warum? Danke, auch an dich. Was waren die denn dort? Na, wer möchte sich noch von meinem Bogen erledigen lassen? Einige haben wir schon mal erledigt. Oh, das ist der Anführer direkt sogar hier schon. Wie es scheint.
Nein, das war er nicht. Wow, ich fliege. Jetzt nicht mehr. Hier einmal alles mitnehmen und den Banner. So, weiter geht's. Einmal der weg. Und der. Oh, und der dort auch noch. Na, möchte noch einer dazukommen? Sieht nicht so aus. Sieht ganz und gar nicht so aus. So, hier haben wir etwas von dem gestohlenen Eisen. Die schmeucheln wir mal weg. Na. Ist hier drin auch etwas? Nein, hier ist alles soweit leer. Hier sind neue Pfeile. Aber wir sind eh jetzt voll mit Pfeilen. Aber hier oben rein. Jawohl, noch ein Banner haben wir. Hier hinten haben wir die Vögel. Jetzt bist du hier dran. Pardon. So, Geistmodus. Naja, Geistmodus nennt man es nun nicht richtig, aber ich weiß es gerade nicht genau, wie man das ausspricht. Oder was heißt, wie man das ausspricht? Ja, wie man es nennt. Wie beschreibt ihr das? Irgendwie was mit Geisthaltung oder so war das ja. Oder Geisthaltung? Hier sind auch erstmal wieder alle erledigt. Einmal hier oben rein das Gebäude. Na, haben wir hier was? Ja, ein Banner. Einen brauchen wir nur noch. Den letzten Banner finden wir auch noch. Der wird bestimmt irgendwo hier hinten sein. Ja, hier hinten haben wir auch etwas. Davor gehen wir aber noch in das Zelt. Oh, hallo. Leg dich schön schlafen. Jetzt ist der dort oben dran. Warum? Guter Mann. Hier steht keiner mehr ansonsten. Aber hier hinten. Hier stehen noch einige. Oh, das ist der General, so wie es scheint. Taxen. So, ist hier noch was drinne? Wir brauchen jetzt eigentlich nur den einen Banner und ansonsten alle Mongolen hier platt machen. Ich denke mal, die hier sind die letzten. Ich glaube so, ansonsten haben wir eigentlich niemanden mehr übrig gelassen hier. Dankeschön. So, hier sind die letzten. Der ist Geschichte. Jetzt das Haus hier. Hier ist der Banner, der letzte. So, was haben wir hier noch? Töte einen Gegner aus der
Entdeckung einer Rauchbombe. Ja, lass uns diese Aufgabe, diese Bonusaufgabe einfach mal direkt machen hier. Mit dem letzten Feind hier. Mit der Rauchbombe. So, und weg mit ihr. Erledigt. Stadt ist sicher. Neuer Technikpunkt wieder verfügbar. Sehr gut. So kann man dann auch die Folge beenden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.